Das ist eine Lehrkabine, die nämlich 4Wheel24 komplett ausgebaut hat. Von Pontius bis Pilatus habt ihr sie komplett fertig gemacht. Und das könnte ein Fahrzeug sein, ist es aber nicht, denn die Kabine ist ein bisschen zu kurz für das Fahrzeug und auch nicht angepasst. Für welches Fahrgestell wäre denn die hier? Also diese Kabine ist für das Fahrgestell, was rechts daneben steht, für eine MAN 19463, eine ehemalige Sattelzugmaschine aus dem zivilen Gebrauch, die wir komplett saniert haben, aufbereitet haben, auch schon fertig lackiert haben. Das sind wir technisch so in den letzten Zügen. Hat der Kunde die besorgt oder ist das ein Projekt von euch? Das ist mein eigenes Fahrzeug gewesen, was ich habe immer so komische Ideen und dann kaufe ich ja immer was für mich, was ich dann wieder verkaufe, weil ich sehe, dass meine Zeit endlich ist. Also endlich, dass ich natürlich mal Autos fertig bringen muss und nicht nur für mich die Dinge machen kann. Den habe ich mir wirklich immer ausgesucht, weil das ist so mein eigenes Auto, was du da draußen siehst, ist ja auch eine MAN-Sattelzugmaschine gewesen. Das ist dieser 1350 irgendwas, 525, was ich drauf geschrieben habe, das ist dieses Fahrzeug. Das ist das identisch, fast ähnliche, gleiche Fahrzeug, sogar eine Generation. Komm, wir gehen mal raus, das soll einmal kurz zeigen. Wir gehen da jetzt nicht rein, aber wir zeigen mal, das ist jetzt ein Projekt von dir. Das ist ein Auto, was ich mal vor 10 Jahren gebaut habe, für mich selber. Du hast die Optik angepasst, der sah so aus wie der, den wir gerade sehen. Genau, wir haben dem so die Euro 5 Niere verpasst, vorne eine erhöhte Luftansaugung, eine spezielle Stoßstange, 16er Bereifung. Sieht aus, als wäre er gerade aus dem Werk, so ein bisschen. Sieht so ein bisschen werksneu aus, sagen viele. Ich habe heute so den Drang dazu, die Autos ein bisschen klassischer zu lassen, wenn die klassisch waren von der Optik. Ne? Aber so, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst mit dieser einen Sängerin, Mad Max heißt genau, er. Genau, Mad Max ist so ein bisschen, wenn er noch schwarz wäre, wäre er echt Mad Max-Teil. Ne? Also ja. Dann könnte der da mitspielen. Ne? Aber komm. Wir haben ihn kieselgrau gemacht seinerzeit. Kieselgrau, der fährt noch? Der fährt noch, Schlüssel rumdrehen, er bräuchte jetzt mal TÜV dann und er darf auf jeden Fall im 23. Jahr wieder mal ausfahren. Ne? So, ihr seid eine komplette Werkstatt, ihr könnt alles. Ihr könnt die Motoren auseinandernehmen, revidieren, ihr könnt die Fahrgestelle machen, ihr könnt die Hydraulik machen, die Druckluftbremsen, alles. Wir machen noch eine erschreckende Fertigungstiefe von einmal allem. Das heißt, wir revidieren Motoren, wir frisieren Motoren, wir bauen Fahrwerke um, wir sanieren, kürzen ein, verlängern, bauen die Rämen, bauen Heckträger. Also insofern haben wir eine für die Branche sehr, sehr, sehr tiefe Fertigung und machen auch den Möbelbau inklusive der Innenausbau mittlerweile komplett. Alles am Standort selber mit 42 Mann im Gesamtbetrieb mit ungefähr 40 Fahrzeugen pro Jahr und haben da auch alle passioniert viel Spaß daran. Ja, das sieht man. Der hier wurde komplett aufbereitet. Der Zustand war schon ein bisschen rostig. Das war eine Sattelzugmaschine, genau. Das heißt, der war nicht so lang vorher. Der war genau so und auf der Position, wo er ein bisschen Narben hat, saß die Sattelplatte. Der ist momentan natürlich schon wieder ein bisschen verstaubt, weil wir haben viel da jetzt revidiert, saniert, angebaut. Ich hab die immer so ein bisschen kürzer in Erinnerung, die Sattelzugmaschine. Ja, die Sattelzugmaschine ist bei MAN aber häufig in einem 380er Radstand gewesen. Das heißt, der Radstand ist hier 3,75 Meter. Ach, das täuscht wahrscheinlich, weil die Kabine nach vorne. Genau, die Kabine ist nach vorne und die Kabine ist als Fernverkehrskabine ähnlich wie bei dem neuen Fahrzeug auch relativ dominant. Dementsprechend ist die Kabine, also die Wohnkabine hierauf auch nur etwa innen roundabout 4,60 Meter. Ich glaube, der wird genial aussehen, wenn er fertig ist, oder? Super, da kriegt er noch richtig schöne Reifen und er ist natürlich extrem kompakt und extrem leistungsstark. Ne? Dieses Fahrzeug hat ja serienmäßig schon 460 PS. Wir haben dem noch ein Zusatzsteuergerät verpasst, weil er ist schon teilelektrisch. Der hat jetzt 540 PS bei... Wie viel? 540 PS bei... Ich glaube, ein bisschen über 3000 Newtonmeter Drehmoment, ne? Und ist dementsprechend mit seinem 13 Liter rein 6-Zylinder Diesel, Turboaufladung, Ladeluftkühlung unschlagbar in der Power. Ne? Also das ist Leistung ist da immer in jedem Gang satt da. Nettes Detail, er hat ein mechanisches Getriebe. Er hat ein mechanisches Doppel-H8-Gang-Getriebe mit dem kleinen Hebel vorne dran. Dieser kleine Hebel vorne dran, der nur am Schalthebel sitzt, ist die sogenannte Splitgruppe. Komm, wir gehen mal auf die andere Seite. Da sehen wir das. Das ist übrigens das Fahrerhaus von vorne. Das wird optisch noch ein bisschen getuned? Das bleibt basic, hat eine Stahlstoßstange und kriegt vielleicht noch einen Dachgepäckträger und ein paar Lampen dran. Aber ich würde es im Original-Style, das hat der Kunde auch so gewünscht, lassen. Das heißt, die Original-Niere, dass man noch genau sieht, dass es ein MAN ist und er seine Ursprünglichkeit einfach noch mit sich behält. Ne? So, davon ist der Hebel. Das Hebelchen, das ist der sogenannte Split. Das heißt, wir haben jetzt hier 18 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge, die ich nochmal untersetzen kann. Das bedeutet 32 Vorwärtsgänge und dann dementsprechend 4 Rückwärtsgänge.
War ja natürlich eine 40 Tonnen Sattelzugmaschine, die einiges bewegen musste. Deswegen hatte der ja so viele Gänge. Und das ist natürlich hier mal geil zu sehen. Da vorne ist die Schaltung. Ja. Die geht hier runter, da ist das Gestänge. Genau, dann geht sie. Die große Stange direkt ans Getriebe. Das ist die sogenannte Schaltgruppe da oben drauf. Und das ist ein ZF-Getriebe, ist also auch aufgelegt auf 40 Tonnen. Das Fahrzeug hat schon knapp 400.000 Kilometer, ist aber für die Ewigkeit. Also das heißt, das kriegst du natürlich jetzt mit 12, 13 Tonnen Reisegewicht nie mehr ins Schwitzen. Ne? Das ist also immer unterfordert, ne? Und damit ewig haltbar. Ne? Oh, die Kabine ist GFK. Dann habt ihr einen ganz speziellen Lack drauf gemacht von genau, Glasurit. Das ist von Glasurit eine Lackierung jetzt. Ich sag mal, ein Pendant-Produkt von einem deutschen namhaften Hersteller zum Raptor. Ne? Mit einer Klarlacklackierung noch zusätzlich. Ja, der hat jetzt ein paar Wassertropfen gekriegt, dann wird es immer ein bisschen hell, aber das ist kein Problem. Ne? Und wir lackieren es momentan auf Kundenwunsch recht häufig in diesem stabileren Lack. Das ist eigentlich eine Bordwandbeschichtung, also eine Laderaumbeschichtung. Und sehr, sehr stabil und passt auch zum Stylen von einem Expeditionsmobil. Ne? Ja, ganz wichtig ist in so einem Fahrzeug, das wird ein Wohnmobil, eingetragenes Wohnmobil. Ja. Dann muss alles auch zugelassen sein. Die Fenster zum Beispiel brauchen eine Wohnmobilzulassung. Genau, die brauchen eine Fahrzulassung. Das erkennt ihr an den Stempeln hier E3. Die haben sogar eine DOT-Zulassung. Ne? Also dieses Fenster von 4Wheel 24 Optimal. Das ist unser 4Wheel 24 Optimal. Das hat sogar die amerikanische wie auch die europäische Straßennutzungszulassung. Hat also ein Sicherheitsglas. Ne? So, dann ist die Klappe diesmal von... Die Klappe ist immer wie immer eine Aluminiumklappe, aber ich habe jetzt ein bisschen... Keinen Schlüssel. So, ist nicht so schlimm. Ist drüben bleibt auf, mal gucken. Da haben wir Glück. Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann nicht. Die zu ist doch die zu. Ne? Wir haben den erst innen aufgemacht und der Schlüssel wird jetzt wahrscheinlich irgendwo... Ich sag mal gerade, also hinten ist jetzt Stauraum, darum geht es aber jetzt gar nicht. Wir wollten euch mal den schönen Ausbau zeigen. Da oben ist eine Lampe drin. Was ist da drin? Das ist eine Lumicon Seitenbeleuchtung. Die haben wir links und rechts. Das ist eine LED-Beleuchtung, auch mit einer Panikschaltung. Das heißt, man drückt einmal schnell auf den Knopf, dann ist das ganze Auto hell und leuchtet. Ne? Die verbauen wir ganz gerne auf beiden Seiten, weil sie eben, sagen wir mal, extrem stark ausleuchten. Ne? So, der kommt ein gutes Stück höher. Ja. Habt ihr schon jemals so eine Kabine auf einen Flachrahmen gebaut? Gab es das jemals? Nee, weil wir nur Allradfahrzeuge machen, gab es das wirklich noch nicht. Ne? Nein, flacher sind ja zum Beispiel Sprinter und Co., die könnten das ja auch haben. Sprinter haben wir tatsächlich schon gebaut, auf Igelhaut-Sprinter mit 4x4 halt. Ne? Muss ja 4Wheel 24-mäßig Allrad haben oder sollte. Geht natürlich auch, aber auch da haben wir einen kleinen Entkopplungsrahmen entworfen, um einfach der Kabine in maximalen Verdrehungen ein bisschen Handlungsspielraum zu geben. Ne? Kann man gleich mal zeigen. Hier ist Victron Energy, die Stromeinspeisedose eigentlich aus dem Bootsbau. Genau, ja, ist ein schönes Detail, wie man sieht, hier in der 32 Ampere-Variante sogar. Ne? Also man könnte hier auch mehr Saft einleiten. Ja, das ist der Situation geschuldet, dass die kleineren eine Zeit lang lieferbar war. Ne? Und deswegen haben wir bei manchen Projekten auch die große verbaut, was im Endeffekt ein bisschen mehr Platz wegnimmt, aber ansonsten auch geht. Ne? So, Heizung nach Kundenwunsch, Truma Diesel? Genau, hier ist eine Truma Diesel verbaut, die neue, sogar mit der neuen Steuerung schon, wenn wir innen sehen. Das sind so die ersten Projekte, die wir damit machen. Hat sich bewährt, wirklich, ich habe sehr viele Trumas schon verbaut und absolut keine Probleme damit. So, hier vorne ist der Durchstieg. Genau. Ist der auf zu? Guck mal. Ja, müsste gucken, aber ich sehe schon, er ist auch abgeschlossen. Da ist aber kein Rahmen drauf. Und da sieht man, der ist so gebaut, wenn der zu ist, da kommst du erstmal nicht rein. Selbst richtig, du nicht. Genau, das ist einfach der Sinn und Zweck dieser guten Türen ist natürlich im Falle einer Verschiffung oder Versendung das Auto richtig abschließen zu können. Ne? Also das heißt, sein Hab und Gut und die wertvollen Gegenstände in der Kabine zu belassen, damit das Fahrerhaus leer ist und nicht gegebenenfalls geplündert werden kann im Versand. Okay, ganz wichtig. Einen Sog habt ihr schon verbaut. Der kommt so ab Werk, die Durchführung, oder habt ihr die eingebaut? Das ist eine Trenntoilette und wir verbauen tatsächlich die Sogblenden mit dem Aktivkohlefelder auch für die Trenntoilette. Die kannst du einzeln kaufen. Das heißt, hier ist die Entlüftung für die Trenntoilette und das Sogsystem ist nur darauf adaptiert, um einfach die Serienfertigung für so eine Lösung dafür zu nutzen. Ja? So, die Lampen sind schon verbaut. Das ist wahrscheinlich der höchste Punkt hier an dem Auto. Genau, also das ist jetzt eigentlich fertig zum Verhochzeiten. Der Zwischenrahmen ist in der letzten, der geht morgen zum Verzinken. Und ab nächste Woche, Mitte nächste Woche, wird es dann entmontiert und findet dann in dem Monat noch seinen Endkunden. So, wir können uns gerade mal zeigen, da drüben wird gerade verheiratet. Haben wir uns ein eigenes Video zugedreht. Müsst ihr bitte
euch anschauen, wir verheiraten eine Kabine, heißt das bei 4Wheel24. Das Silberne, was wir sehen, ist der Zwischenrahmen, der ist jetzt verzinkt. Der ist tauchbar verzinkt, also richtig Feuer verzinkt. Ja, ist halt der beste Korrosionsschutz. Ja, den lassen wir auch so. Der verliert dann ein bisschen zu seiner Farbe und wird etwas matter. Fast so ähnlich wie die Kabinenfarbe und deswegen bleibt er unlackiert. Kennt man vom Spielplatz? Kennt man vom Spielplatz oder vom Geländer zu Hause. Ne? Viele lassen den ja roh. Ne? So, jetzt gehen wir mal dahin. Also Zwischenrahmen muss man haben, damit die Torsionskräfte sich nicht auf die Kabine gehen. Ne? Und wir haben ja auch in der Kabine einen sehr, sehr stabilen integralen Zwischenrahmen nochmal, der einfach dazu nur mal einen Beitrag leistet, die ganze Konstruktion noch stabiler zu machen. So, du hast... Was hast du studiert nochmal? Ich habe mal Maschinenbau studiert, so in meinem ersten Leben. So, wichtig ist, wenn ihr was konstruiert habt, viele Leute, das Ganze soll so sein, als ob es, ich sag mal, von einem Fahrzeughersteller ab Werk zertifiziert worden wäre. Also als ob, was weiß ich, MAN, wenn die eine Aufbaukabine machen würden, müsstet ihr euch nicht schämen, oder? Überhaupt nicht. Es ist auch so, dass wir nach den Richtlinien arbeiten. Ne? Es gibt ja sogenannte Aufbaurichtlinien, die gibt es für den Durchstieg, die gibt es für die Zwischenrämen, für die Aufbaulängen der Fahrzeuge. Ne? Und aber nicht für die Art und Weise, wie man zum Beispiel diese Aufnahme macht, wie man die Fenster einbaut, torsionssteif man die Kabinen macht, die Anschlüsse. Genau. Aber das ist es ist so, wir konstruieren auf einer Maschinenbausoftware, auf SolidWorks. Da haben wir 4 Lizenzen hier im Haus. Wir können simulieren, wir haben Simulations. Also das heißt, wir können Kräftesimulationen fahren. Wir haben einen Maschinenbauingenieur, der da federführend im Fahrzeugbau mit ist, plus einen technischen Konstrukteur, der Neuentwicklungen und in die Innenräume macht. Das ist also alles auf unsere Bedürfnisse durchgeschäbt, ausprobiert, simuliert und dann auch getestet. Wir machen ja auch Live-Tests. So, hat die Tür das gleiche Material wie... Nee, also hier ist die Tür aus einem Aluminium-Verbund, innen ist isoliert mit einem PET-Hartschaum, zweiteilig, kältebrückenfreie Konstruktion. Ist halt sehr stabil, ne? Klingt auch super, wie du hörst. Ne? Mach nochmal zu, also, feste. Okay, so muss das klingen. Wir gehen mal rein schnell. Ja, machen wir gerne. Dann Klavierband an der Seite, Edelstahl. Das heißt, hier kommst du erstmal nicht rein. Da brauchst du erstmal ein Werkzeug. Genau. Und dann musst du das komplett über die ganze Länge trennen. Genau. Dann hast du, wie viele Riegelpunkte hast du hier? Also wir haben hier eine Mehrpunktverriegelung, eine Dreipunktverriegelung. Man sieht es oben. Wir haben hier einen Riegel. Wir haben oben und unten einen Riegel. Ne? Das heißt, die ist extrem gut gesichert und auch im Vergleich zu einer Standard-Wohnmobiltür nicht so leicht zu öffnen. Okay. Also das ist schon mal vielen wichtig. Die sagen, ich bin sicher. Ich bin höher, wir sind jetzt natürlich sehr tief. Es kann nicht umfallen jetzt, oder? Nee, also sollte ja, nicht hinten, vielleicht sollte man nicht, aber wir kommen ja gar nicht ganz bis hinten, weil da ja das Bett ist. Ja, den haben wir komplett gemacht, so auch nach den Vorstellungen, einer gemeinsamen Planung mit dem Kunden. Da fehlen jetzt noch das Vorhängchen und so ein paar Details und, glaube ich, der Duschvorhang. Aber ansonsten ist die fertig, auch fertig, einsatzfähig, Solar geht, Elektrik geht, Wasser geht, geht alles, ne? Der Kunde könnte jetzt Akzente könnte setzen, zum Beispiel durch die Polster, relativ easy. Ja, genau. Also hier ist es sehr edel und schlicht gehalten, auch in einem Grau, ne? Auch in der Kombination mit einem hellen Möbel, mit Echtholz furnieren. Also das heißt, das ist alles Eiche hier. Ne? Genau, wenn du mal gerade mal zumachst, sei mal so lieb, die Tür. Ich will mal gerade mal hören, das ist krass. Da ist halt ein Echtglasfenster, auch jetzt hier nochmal in der Kombination Aluminium mit diesem Scherenbeschlag. Also das heißt, das Fenster ist der Oberhammer. Das läuft praktisch dämpferfrei in einem Beschlagsystem, hält an jeder Position, hat eine Doppelverriegelung aus Metall. Ne? Edelstahl? Ist Edelstahl, ja. Und ist somit mit einem schönen Wärmeschutzglas halt sehr, sehr gut von der, also was konstruktiv Besseres. Ja. Auch zur Wärme, zur Isolierung gibt es eigentlich nicht als diese Art von Du hast auch Kollegen, die nur Fenster bauen. Den habe ich vor kurzem interviewt. Das Interview, das wirst du inhalieren. Du weißt, wen ich interviewt habe von Hartglasfenster, den Geschäftsführer von KCT. Ja, den, genau. Ja, der hat jetzt eine neue Geschäftsführerin-Kollegin, damit er sich noch mehr auf die Konstruktion einlassen kann. Genau, über das Thema Fenster könnte man... Ja, die ist richtig klasse. Da bauen wir auch KCT, ne? Ist im Grunde genommen in der Konstruktion sehr ähnlich diesem Fenster. Das ist jetzt kein KCT-Fenster, aber ein sehr ähnliches Fenster. Mit einem schönen Rollokasten. Also das heißt, man kann ja das Ganze nicht neu erfinden. Es gibt unterschiedliche konstruktive Ideen. Der läuft noch ein bisschen hart. Ja, also das heißt... Moskitonetz, Rollo in einem schönen Verdunstungssystem, ne? Richtig wertig gemacht. Soll ja auch die nächsten 20 Jahre funktionieren. Genau,
Genau. Dann, ich sag mal, irgendwann ist alles mal fertig, aber das ist ja wie zu Hause. Bei mir waren die Rollläden jetzt mal nach 30 Jahren kaputt, weil einfach die Weichmacher aus den Rollläden raus sind, dann sind die gebrochen. Das passiert irgendwann, da muss es machen. Ja, das ist auch, sieht man ganz oft bei euch, ein sehr bewährter Herd, den ich bei Kabe ganz oft sehe in Skandinavien. Da verwenden die den alle, also bei diesen weiße Ware. Ja, es ist keine Designerschönheit, da gibst du mir wahrscheinlich recht, aber es ist ein kompaktes, super gutes Gerät mit Ober- und Unterhitze, der Triplex, mit auch drei Flammen drauf. Ne? Hier natürlich vom Möbelbau noch etwas staubig, weil wir haben ja noch keine Endreinigung gemacht. Der ist dann tippitoppi, wenn er rausgeht hier. Ne? Schön ist auch die Glasplatte als Spritzschutz fürs Fenster hinten. Schön ist eben der integrierte Backofen. Und wir verbauen den tatsächlich sehr, sehr häufig. Er ist zwar kein Designerstück von seiner Ausführung her, ein bisschen einfacher gemacht, aber sehr, sehr gut. Ne? Und ich finde hier in der Kombination mit den mit dem schwarzen Gusskeramik-Waschbecken, mit einem schönen Blanco, wie zu Hause. Genau, Blanco, also auch nicht irgendwas nur aus dem Internet. Blanco, auch der... Es kann auch schön sein. Guck mal hin, ne? Ist auch was Vernünftiges. Grohe, ne? Habt ihr auch mal zwei Hähne drin? Dann einer sagt, ich möchte gern Trinkwasser. Genau, wenn wir noch eine zweite Osmose oder auch bessere Trinkwasseraufbereitung haben. In der Regel ist es so, dass wir immer Aktivkohlefilter auf der Entnahmeseite nach dem Tank schon haben. Da brauchen wir das nicht unbedingt. Hier war es nicht gefordert. Aber hier war zum Beispiel das Aussuchen des Wasserhahnes dem Kunden ganz wichtig. Die Kunden haben das ausgesucht, genauso wie der Kühlschrank. Das ist übrigens was ganz Besonderes. Hast du ganz selten an der Stelle auch. Das heißt, kann der Kunde ein bisschen mitspielen beim Grundriss? Genau, also weil hier ist Bad ist ja... Der ganze Grundriss ist auch auf einen Zentimeter genau mit dem Kunden besprochen und designt. Ja, also das heißt, der hat da komplett mitgeschaltet. Wir sind hier in der Manufaktur. Und selbst bei den Oberflächen mit seine Wünsche berücksichtigt. Wir bauen also hier auf Bestellung und auf Maß und duplizieren aber unsere Standard. Guck mal hier, wir haben zum Beispiel hier hinten eine Schattennut mit einer Umlüftung. Das heißt, das Möbel steht alles auf Küchenfüßen oder auf einem Fußsystem, kann unterbaut werden. Wir bauen alles Feuchtigkeit so, dass die Luft rumzieht. Auch die Schränke, wenn du hier guckst, wir haben hier einen Luftspalt, der ist natürlich vorne verblendet, oben ein Luftspalt. Wenn die LEDs hier laufen, erzeugen die eine leichte Wärme. Damit was? Eine Konvektion um den Schrank. Und Schornstein. Genau, kann nie was passieren. Das heißt, auch gerade wenn du wenig Licht hast, was ja häufig dann der Fall ist, wenn es kalt ist, haben wir immer eine Konvektion dafür. Das habe ich eben bei dem letzten Fahrzeug vermisst, ist die indirekte Beleuchtung. Auch da habt ihr Riesensprünge gemacht, denn das macht unglaublich viel aus. Kann der Kunde da mitbestimmen? Ja, natürlich. Gibt es ja auch mit Farbeinschlüssen, wenn man möchte. Ne? Es ist hier teilweise auch dimmbar. Ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, muss ich selber mal gucken, das ist die Außenbeleuchtung hier. Ne? Das ist krass, wenn wir jetzt hier drin sind, du merkst gar nicht, dass noch kein Fahrzeug drunter ist. Ihr könnt die Kabine auch versetzen. Das macht ihr sehr selten, aber es würde gehen. Die Kabine ist so jetzt schon vollautark, fast wie ein Tiny House. Also die funktioniert auch ohne, weil die Solaranlage auf dem Dach ist. Hier haben wir knapp 400 WP auf dem Dach. Insofern kann es komplett autark laufen. Aber was wäre denn so das Längste, was ihr produzieren könntet, was man auf der Straße transportieren kann? Wir können bis Schwertransport, wir können bis 12,5 Meter machen, also kein Problem. Die Vakuumtische, auf die wir zurückgreifen, haben bis 18 Meter sogar Produktionslänge, die uns es ermöglichen, die Panels bzw. die GFK-Wände herzustellen. Ne? Also hier hast du natürlich jetzt eine Fertigungsqualität, die Selbstausbauer selten erreichen werden, weil die oft nicht auf CNC-Werkzeuge zurückgreifen können. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier den Möbelbau doch auf einer CNC gefertigt haben, das ist richtig. Aber die ganzen geraden Bauteile, die haben wir alle manuell bei uns noch gefertigt. Ne? Ja, es gibt hier so ein paar Gimmicks wie den Kühlschrank am Eingang oder das. Sag mal gerade den Kühlschrank nochmal. Ja. Unten ist eine Getränkeschublade. Was unten ist die Getränkeschublade, das ist der neue Tedford. Ne? Der ist nämlich breiter. Ich hasse diese schmalen Dinger, wo du nichts reinkriegst. Und hier. Ist halt, das ist wieder wie ein normaler Kühlschrank zu Hause. Ne? Das war auch so gewünscht. Den haben sich die Kunden mit selber ausgesucht. Wir geben dann nur ungefähr die mögliche Breite vor. Hier haben wir auch noch Platz an der Seite gehabt, um Zusatzverstauung oder so einen kleinen Zwei-Jackenschrank mit einzufügen. Ne? Und haben das alles, das ist also kein... Ja, da unten ist auch cool für die Schlüssel und so. Ja, genau. Das nochmal so ein kleines Fächchen, ne? für Zutaten, für Feuerzeug, für... Das ist die sogenannte die Schublade. Kennst du die? Die Schublade? Die Schublade, wo alles ist. Ne? Wo alles ist. Bauen wir alles mit guten Auszügen, ne? Also mit Gegenzugauszügen. Keinfach möglich?
Gibt es hier sogar. Es gibt ganz geheime Fächer, die sich so im Bereich des Bettes verstecken, mit einem Tresor sogar. Ne? Da musst du die, aber ich darf nicht zu viele Details preisgeben. Also wenn der Kunde sagt, hätte ich gern ein Geheimfach, sodass du selber, als die Leute selber oft nicht drauf kommen bei euch, oder dass da noch was dahinter ist. Genau, genau. So ist es. Ne? So ist es, ne? Auch hier gab es ein paar so Lösungen. Ja, zum Beispiel, das sollte eigentlich geschlossen sein. Da haben wir jetzt zum Schluss eine Installationswand draus gemacht mit Schnappverschlüssen. Weil nämlich diesen Schrank kannst du mit Lösen von ein paar Schrauben rausnehmen, dann kommst du hinter die Wasserinstallation. Das sollte eigentlich nur eine Tür werden. Wir haben jetzt noch ein Zusatzschränkchen reinkreiert. Das ist doch geil, der Platz ist doch wertvoll. Genau, und jetzt hast du hier ganz, ganz einfache Applikationen zum Klamotten oder Jacken aufhängen. Und wenn du dann die Sachen, die du nicht so häufig brauchst, die kannst du gut dahinter verstecken. Ist das der Schlüssel übrigens für die Klappe hinten? Das ist der Schlüssel für den Gastank. Okay. Der kriegt einen Flüssiggastank im Fahrzeug selber und deswegen liegt er hier. Ne? So, und der hängt nicht am Strom im Moment? Nein, der hat noch 75% in den Batterien, der hängt nicht am Strom. Der ist ja autark. Der hat die Truma mit dem neuen Display, ne, drin. Die ist ein bisschen intuitiver, da kannst du mehr mitmachen. Die hat auch Bluetooth, das kannst du auch fernsteuern über eine App. Ja, man kann auch mehr Geräte von Truma anbinden. Ja. Wir haben in diesem Zerbo hier integriert die Tanks auch. Wir haben, ansonsten greifen wir wie viele auf die schönen Philippi-Schalter. Also nochmal kurz, also in diesem Victron-Display, das ist quelloffen, kannst du also auch Sensoren reinmachen, Aktoren. Genau, du kannst unterschiedliche Sensoren, Tanksensoren programmieren. Du kannst also sehr, sehr viele, ich bin ja nicht so der Spezialist dafür, aber sehr, sehr viele Funktionen auf diese Einrichtung legen. Ne? Wir haben momentan natürlich kein Solarertrag, weil natürlich in der Halle kein Solarertrag vorhanden ist. Ne? Dann die Schalter haben auch gleichzeitig Sicherungen, habe ich gelernt, oder? Die haben jetzt hier, die gibt es mit Sicherungen, die sind jetzt ohne Sicherung, weil wir die Sicherungsebene unter den Staukästen hier haben. Auch gucken wir uns gleich mal an. Und da vorne liegt halt, das ist auch ganz nett, weil wir hier diesen Bereich genutzt haben. Wir haben zum einen hier aus dem Bootsbereich eine Möglichkeit uns einfallen lassen, die Tür sauber. Warte, ich habe mich nämlich eben schon gefragt, was soll dieser blöde Haken da oben. Der Haken, der sieht aus. Der hat wirklich eine Funktion, weil guck mal, wie stabil es da und solide hängt, weil wenn der Durchstieg offen wäre, ne, von innen können wir das jetzt aufschließen, ja, weil innen brauche ich keinen Schlüssel. Dann kriegt der noch einen Einhänger hier, sodass du auch während der Fahrt gucken kannst, was in deiner Kabine passiert. Ach du hast eine Notfallentriegelung, von innen wird es automatisch geöffnet. Also hier musst du es abschließen auf der Seite und ja, hier auf der Innenseite brauchst du keinen Schlüssel. Da hast du einen Drehgriff. Okay. Ja, ne? So, wenn ich mal gerade vorgehe, mach mal zu. Ruhig mal zu. Dann hast du hier, das ist der Duschbereich, den du hast. Genau, ja, da fehlt noch der Vorhangbereich, das machen wir mal auf Maß. Den müssen wir noch reinbauen. Auch hier ist, wenn du mal reingehst, das ist jetzt kein Problem. Guck mal hier, eine Hans Grohe, eine schöne. Eine Hans Grohe Handauflage. Ja. Das Ding kostet nicht die Welt, aber es macht halt, es bringt den Stil hier rein, ja, glaube ich, von dem Eigner. Die Ecke da vorne ist sehr cool geworden. Ne? Du duschst auf deinem Abwassertank. Also unten drunter ist der Grauwassertank hier komplett. Ne? Achso, du brauchst keine Pumpe, nichts. Es läuft einfach rein. Ne? Ist ganz cool gemacht. Und hier ist versetzt in die Wand nach vorne, dass du Platz hast für die Toilette noch einen Waschtisch. Ist hier Teak hier unten? Das ist Teakholz, richtiges Teak. Okay, also ja, super hart. Und, aber der kriegt ja noch eine Endreinigung, der jetzt hier kommt. Dann habt ihr natürlich die, ich sag mal, absolute Kulttoilette eingebaut. Die gibt es auch schöner, aber der Kunde wollte genau die. Und genau die würde ich mir auch holen, ganz ehrlich. Das ist die Airhead. Also das ist diese Kompost-Trenntoilette, die man auch relativ leicht wieder auf einen ganz normalen Trenntoilettenbereich, also den kann man auch mit Hüte versehen, wenn man die Kurbel ausbaut. Okay. Die verbauen wir recht gern, weil die sehr kompakt ist. Ne? Also es gibt zwei Hersteller. Einmal die Nature's Head, die ist vom Prinzip ähnlich, aber etwas größer. Und die wird ganz gern genommen, weil die halt kompakter ist. Sie sieht aber, also so eine Trilino, wie wir gesehen haben, ist ein bisschen hübscher. Ne? Ich finde immer so ein bisschen der NASA-Style. Ne? So ein bisschen. Aber ich finde, das hat was, weil das hier ist Kult, weil das, glaube ich, einer der allerersten war, der diese Kompost-Trenntoiletten entwickelt hat. Also die Airhead ist das älteste Konzept, kommt aus den USA, war eigentlich ursprünglich für Boote gemacht. Und wir verbauen die auch ganz gern mit dem integralen Urintank, wo wir in der Regel einen zweiten mitliefern. Weil es hat sich diese Tanks in den Fahrzeugen zu belassen, hat sich nicht so bewährt. Ich kann auch sagen, warum, wenn du länger irgendwo stehst und der Ruintank ist voll
und dann musst du das Pipi konzentriert unten ablassen, ist blöd. Ne? Deswegen, die Flasche kannst du immer schon wegbringen. Ja, die ist schon klein. Ja. Ja, auch da hat der Uli einiges geleistet. Ich kann mich noch an das Video erinnern, wo er genau das referiert hat. Wo er gesagt hat, wenn man ein bisschen wartet, dann ist das Ablassen nicht mehr so schön. Und deswegen hat er sich auch einen kleinen Tank, glaube ich, hingemacht. Er hat es so, wie ich das im Ursprung mal gebaut habe, mit zwei 20-Liter-Kanistern außen, damit du weggehen kannst vom Fahrzeug. Also ihr könnt es vergessen, einen integralen Urintank nach 3 Wochen am Platz abzulassen. Das riecht so bestialisch. Macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen lassen wir die Flaschen dran, dann ist es auch nicht so konzentriert. Das langt so je nach Benutzung mit 2 Personen vielleicht 2 Tage. Und dann kannst du die auch mal zum Entsorgen immer rausnehmen. Ist da eine Tankansage oder wie mag ich das wohl? Kannst du reingucken? Ja, da kannst du oben, ja. Mach mal auf. Die ist ja neu, oder? Die ist nagelneu und unbenutzt. Ne? Da ist jetzt auch, du hast jetzt die Klappe zu. Ne? Also momentan ist es in dem Pipi-Bereich. Ne? Dann macht man den Deckel runter und wenn du die jetzt für den Feststoffbereich benutzen willst, musst du außen eine Klappe aufmachen, dann geht der Deckel, verschwindet nach unten und dann kannst du die fürs große Geschäft verwenden. Ne? Alles klar. So, unten und da ist eine Öffnung, eine Revisionsklappe? Das ist eine Revisionsklappe eben zum Ablassen des Grauwassertanks, ne? Weil der ist ja hier integriert. Da duschen wir drauf. Und das ist relativ einfach gemacht. Also Schwerkraft, Befüllung, das heißt, das Wasser läuft über eine Diagonale in beide Ecken und wir haben uns da was einfallen lassen. Das bauen wir so, wir haben einen eigenen Stöpsel kreiert, ne? Ganz, ganz einfach mit leicht tauschbaren O-Ringen. Weil wenn der Tank relativ voll ist und du fährst Offroad, hast du halt oft die Situation, dass der dann vielleicht trotz des Siffungs, was wir drin haben, überschwappt, um den sauber wieder zu... verschließen. Genau, verschließt und einfach wieder. Ne? Okay. So, also zum Duschen musst du das rausziehen. Ne? Aber das ist ja kein Problem. Es gibt eine Entlüftung von dem Tank? Der Tank hat eine Entlüftung, ist ja logisch. Die führen wir nach unten wieder raus über den Tank. Also er kann nicht überlaufen? Nee, überlaufen kann er nicht. Also der drückt es dann raus, ne? Das Grauwasser. So, und habt ihr ein Aluprofil reingemacht. Das Ganze ist auch sauber hier verarbeitet. Also da kannst du in jede Ecke gucken bei euren Kabinen. Guck doch mal die Nähte an, hier auch die Silikon. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist alles sauber gezogen. Ne? Das ist hier ein Voll-HPL. Der hat eine Edelstahl-Duschwanne, trotz des Kunststofftanks, wie du siehst, die ganz genau auf Maß gefertigt ist. Er hat diesen wunderschönen Doppelrost, den du natürlich auch rausnehmen könntest. Auf beiden Seiten? Ja, genau. Ne? Mach mal raus. Das war einmal der ist in einem Stück, wenn du da weggehst. Das kannst du dann halt durch das Loch hier ausheben, ne? Und dann von außen machen. Und sauber machen. Guckst, das ist jetzt von außen ein bisschen Wasser reingelaufen, weil natürlich diese Türen andersrum, wenn es außen mit Wasser beschossen wird, dicht sind. Ne? Sehr logisch, die ist nur von der Seite. Achso, da sammelt sich ein bisschen Wasser. Ja, das wäre ja normalerweise bei der Tür die Außenseite. Ne? Aber da die Tür ja nicht im Freien ist, weil ein Durchstiegbalg drüber ist, ist das kein Problem. Ne? Mhm. Und hier ist jetzt wegen dem Regen ein bisschen Wasser reingelaufen, weil die einen halben Tag jetzt draußen stand bei vollem Regen. Aber du siehst jetzt hier, wie sauber die Duschwanne gearbeitet ist. Spielt auch keine Rolle, weil es läuft ja genau in die Wanne rein. Das ist der andere Punkt. Das ist ja der Vorteil auch der Konstruktion, das so zu machen. Ne? Gut, dann, was ich auch cool finde, ist, ihr habt hier auch noch mal eine Wanne reingemacht. Das heißt, sollte hier jemals irgendwas passieren, es bleibt in der Wanne. Genau, also es ist jetzt auch noch mal mit Teakholz eine Wanne auf diesem Vinylboden. Wir haben so einen Hochleistungs-Vinylboden hier überall verlegt, wie du siehst. Ne? Mhm. Das ist so ein Objekt-Vinyl, oder? Ja, das ist so ein Hochleistungs-Objekt-Vinyl, ne? Von einem ganz, ganz namhaften Hersteller. Ne? Ja, gehen wir mal hoch, Schränke. Wichtig ist, es klappert nichts, auch wenn hier keiner hinten drin ist. Schränke ist klassischer Bauhausstil, alles fest aus diesem Holz, mehrfach verleimten Sperrholz gebaut. Wir machen keine Gasfedern rein, sondern die Reibungsbremsen, relativ einfach, die kann ich auch in 10 Jahren noch nachstellen. Ne? So. Und was ganz, ganz wichtig ist, was viele verkehrt machen, also auch im Selbstbaubereich, ist, wir haben hier immer eine im unteren Fach, in den Fächern eine Aluminiumanschlagkante, auch bei den höheren Boxen, dass die Gegenstände erstmal da anschlagen und mit den Schrank nicht aufdrücken. Ne? Und so, Rausfallschutz. Genau, und dann verriegelt der Pushlock in dem Winkel und damit hast du nie ein Problem, dass du die Schränke im Offroad... Der Pushlock ist auf Spannung? Bisschen. Der hat immer leichter Spannung, also der Pushlock ist jetzt nicht die schönste Lösung, das gebe ich immer zu. Aber weißt du, was cool ist? Guck mal, du guckst hier durch, siehst überall, wo was offen ist auf den ersten Blick. Ja. Und der ist halt sehr praktisch. Ne? Also für Leute, die sagen, das ist mir wurscht. Ich mache bei mir immer eine Checkliste. Ich arbeite dir ab, weil sonst da kannst du nicht losfahren. Da ist immer irgendwas offen. Na, und wir haben jetzt hier, das ist das Schöne, ich sehe genau, was offen ist. Und das Schöne ist natürlich beim Pushlock, wenn ich die schließe und zudrücke, ich drücke auch. Ich bin ganz sicher, dass er zu ist und verschlossen ist. Ne? So, wir gucken mal hier unter den, bitte mal ein paar von den Fächer öffnen. Vielleicht mal ganz unten, genau da. Das ist
Dass wir da mal anfangen. Also ja. Das ist für Töpfe? Genau, da ist jetzt hier die Dokumentation, wo man der Deckel vom Klo drin, das ist für Töpfe. Ne? Die sind also höher. Hier haben wir ein kleines Schränkchen noch. Ne? Das besprechen wir auch so mit dem Kunden. Gibt es einen Plan Elektrik eigentlich? Es gibt einen kompletten Elektrikplan. Ne? Also das heißt, das ist alles, wenn es noch nicht hier drin ist, hier sind meistens die Bedienungsanleitungen, gibt es am Schluss ein komplettes Paket mit der kompletten Doku dafür. Ne? Inwieweit bist du denn persönlich abkömmlich, weil du fährst ja öfter auch schon mal in die Sahara und jetzt irgendwo hin. Also, das heißt, du guckst, dass der Betrieb ohne dich auch läuft, oder? Ja, also ich schaffe das nicht über ein halbes Jahr wie andere, ne? Weil einfach die Situation ist, wir sind kein Serienfertiger, ne? Und die Projekte sind sehr individuell. Und auf der Zielgeraden, wie jetzt auch hier in dem Projekt, muss ich immer noch mal mit. Ja, aber jetzt ein paar Wochen kannst du wegfahren. Ja, natürlich, das kriege ich schon hin. Ne? Okay. Aber das ist, glaube ich, wichtig. Ich krieg's nicht hin, ohne dass ich ab und zu mal das Laptop aufklappe und auch wichtige Punkte beantworte. Okay, oben haben wir aufgemacht. Da ist noch ein Schrank. Guck mal hier. Da ist noch ein Schrank, ja. Der hat sogar einen Doppelpushlock gekriegt, weil er relativ groß ist, ne, und einzelne Fächer hat hier, offene Fächer. Deswegen haben wir ihn doppelt gesichert. Ja. Jetzt einen Kleiderschrank, großen, wäre kein Problem, wenn der Kunde will. Das ist überhaupt kein Thema. Ne? Auch diese Sachen sprechen wir im Detail durch mit dem Kunden, wie er es haben will. Ne? Sag mal, die Kabinenlänge. Die kann der Kunde ja bestimmen. Das heißt, hier auf dem Fahrzeug, dem Arox, ging ja auch was Längeres, oder? Auf dem Arox gehen je nach Radstand bis über 6 Meter sogar. Ja. Ne? Und jetzt haben wir hier 4 Meter? 4,60 Meter innen. Aber es ist ein Zwei-Mann-Konzept. Aber ihr macht dann eine Beratung. Also ihr beratet den Kunden, was braucht ihr? Wir hätten das jetzt auch auf über 5 Meter machen können. Ich kann auch hier diesen Radstand skalieren und verlängern. Also das heißt, wir haben auch Autos wie dieses da drüben. Da haben wir den Radstand einfach mal das orangene Fahrzeug ist es irgendwie um 3/4 Meter verlängert. Ich habe keine Chance. Die Tönung hier ist so geil. Die Tönung ist so groß. Ne? Natürlich mit Licht sind die gut, aber in der Werkstatt, wie du oft gesagt hast, sind sie ein bisschen suboptimal. Wenn man das Fenster jetzt rausfährt, da drüben ist so ein orangenes Fahrzeug, das siehst du in der Mitte im Pflaster. Da haben wir einen Radstand verlängert um einen guten Meter. Ne? Ja. Und das geht bei jedem Fahrgestell. Ist ja wichtig, wenn ich jetzt Family habe, ich habe Hunde, ich brauche mehr Platz, einfach Bescheid sagen bei euch. Genau, also so. Im Grunde genommen designen wir das alles auf die Bedürfnisse mit dem Kunden. Also auch das Ganze ist in der ersten Instanz ein fertiges 3D-Modell. Da benutzen wir eine schöne Software, das können die Leute auch auf dem Handy angucken, ist total gigantisch. So, ich muss noch mal eine Lanze brechen für das Thema Preise. Ihr seid eine Manufaktur. Alle Fahrzeuge, die du je gebaut hast, erreichen auf dem Gebrauchtmarkt Höchstpreise. Das liegt aber nicht daran, dass das Konzept so geil ist, sondern weil es 4Wheel 24 ist. Wir haben ja schon Fahrzeuge hier verkauft, die waren 4 Jahre alt, 5 Jahre alt vom Zustand her. Als ob sie rausgerollt sind. Das ist echt so. Also die halten. So, und die Leute kriegen noch richtig Geld dafür. Das heißt, du kannst die wirklich benutzen ein paar Jahre. Wer weiß, was in 3 Jahren ist oder in 4. Aber im Moment ist es so. Das ist sehr investitionssicher alles. Ja. Also die guten Sachen der Branche sind alle so. Ne? Wir freuen uns natürlich besonders, weil wir auch in den Details uns echt viel Mühe geben und das ist ja, aber jetzt im Yachtbau, ich habe jetzt Yachts habe ich jetzt gefilmt, da geht man davon aus, dass du nach 8 Jahren 50% des Wertes verloren hast. Das ist hier nicht der Fall. Nee, ist überhaupt nicht der Fall. Also wir haben tatsächlich Fahrzeuge, die nachweislich irgendwann mal 250.000 Euro gekostet haben und nach 3 Jahren für 280 verkauft werden. Auch das gibt's. Und dann muss der Kunde halt gucken, wo kriegt er ein neues Fahrzeug her. Hier kann man ein Bett draus machen? Also hier könnte man ein Bett draus machen, das ist so angelegt, ist aber nicht unbedingt gewünscht. Wir haben hier in der Konstruktion dadurch, das ist immer so ein Gimmick, manche machen diese Mittelfußsysteme, wir haben hier wieder klassische Fußsysteme wie bei einem Wohnwagen, nur in einer verbesserten Ausführung. Warum? Weil die Dinette in der Mitte nicht ausreichend Platz hat, um die Füße an dem Fuß vorbeischauen zu lassen. Also hier oder jetzt ein Knickgelenk reinzumachen, das genau, ist nicht deine Art, oder? Nee, das ist jetzt so, den haben wir auch. Für einen Offroad-Betrieb hier, wie du siehst, das ist eine Entwicklung von mir, relativ leicht, können wir den mit einer Stellschraube nochmal feststellen. Das ist ja unglaublich, diese ich sag mal, Fertigungstiefe, die du hast. Das heißt, du hast jetzt, warst in der Lage, ich zeig das mal gerade, mit einem Hightech-Bohr-Instrument, darf ich das mal kurz zeigen, hast du dieses Loch da reingebohrt. Das ist so, meine Leute sagen, das ist der Fuß hier ist blödsinnig, der ist zwar gut gearbeitet, aber die Platte hüpft dann hier durch das ganze Fahrzeug, wenn du Offroad fährst. Und dann hast du überlegt, hast dich mit mehreren Leuten dann beratschlagt, hast ganz viele Testmuster gebaut. Was haben wir? Und dann haben wir im Standard halt diese Rändelschrauben. Ja. Dann sage ich, dann lass uns doch einfach, das vermitteln wir dem Kunden so, eine Mittelfixierung machen, die auch im dauerhaften Einsatz, wenn die Platte in der Mitte steht. Da darf ich mal sehen, wenn du es jetzt mal hochhebst? Wenn ich es jetzt hochhebe, ist da unten
nichts anderes wie ein Gewindeeinsatz. So, da ist ein Gewindeeinsatz drin. Das ist ja schon, also ich muss sagen, eine Schöpfungshöhe, die ist ja unerreicht. Oft sind die Lösungen ganz einfach, oder? Keep it simple, total einfach, ne? Ja, aber es soll ja auch, es soll ja dann so aussehen, fest, als hätte der Hersteller... Jetzt guck doch mal, ja, wie diese ganzen Säulentische, die die Leute haben, wie wackelig die alle sind, ne? Ich kann den jetzt hier, da muss ich mich halt mal bücken, da kann jemand sagen, na, was ist das für ein Scheiß, ne? Aber das kostet ja kein Geld, also das heißt, ich brauche keinen Aufpreis verlangen. Jetzt kann ich den Tisch nehmen, wie es beim normalen Wohnmobil der Fall ist, und kann ihn auch, wenn ich ihn entriegel, hin, ganz normal versetzen. Mhm. Ja? Ich glaube, dass der Kunde sich freuen wird, wenn er das Video sieht, mit wie viel Einfachheit. Du kennst ja diesen Witz mit dem Kugelschreiber und dem Bleistift. Kenn ich, ja. Ja, genau. Also, dass die Amis irgendwie einen Kugelschreiber entwickelt haben, der im All funktioniert, und die Russen haben einen Bleistift genommen. Der auch im All funktioniert, ja. Hat auch funktioniert. So, bitte mal. Das ist natürlich, ja, jetzt ein bisschen zur Positionierung immer ein bisschen aufwendig. In der Regel musst du es auch gar nicht lösen. Mhm. Aber bei der Tisch bleibt da, wo ist, ne? Drunter, genau. Mach nochmal auf, da ist Technik. Da ist jetzt relativ gut auch als erreichbar, einfach, ne? Wie ihr siehst, auch nur nicht endgereinigt, die komplette Technik, ne? Das heißt, wir haben hier einmal den Solarladeregler, die Dezi-Verteilung, wir haben ein Orion für zum Laden, ne? Also für die Heizung. Ladegerät. Dementsprechend, ja, ist das jetzt hier ein 12 Volt. Für die Druma, die gibt es ja nur auf 12 Volt. Ne? Das da drüben, weißt du, was das ist? Das in der Mitte ist so eine Unterspannungsabschaltung. Ja? Die machen wir immer so rein. So ein Schütz, so ein kleiner. Ja, genau, der macht, ja, einfach, wenn die Spannung unter 22,9 geht, dass er die Batterien schont. Weil hier ist ein klassisches Deep Cycle AGM-System drin. Ja. Auch von Victron. Das hat sich auch sehr bewährt, muss man sagen. Also in Verbindung mit diesen... praktisch Wächtern, die drauf sind, kriegst du die Batterie auch nicht kaputt. Genau, also die ist wirklich so. Also die mit dem Wächter schützt du die Batterie beim Ladungsstand von 45%. Und das Coole ist halt, ich kann mit dem netten Bauteil hier, das ist ein Cyrix CT, kann ich Ströme verschieben. Das heißt, der pulst mir die LKW-Batterie ab, und wenn die voll ist, kann ich Strom von der Lichtmaschine nach oben verschieben. Genauso, aber am umgekehrten Fall kann der die LKW-Batterie laden. Das ist ganz wichtig. Ich hatte nämlich jetzt schon, als die Sicherungen durch waren hier bei dem Morelo, ist mal passiert, aus mir nicht erfindlichen Gründen sind die Sicherungen gefetzt. Was ist passiert nach 3 Wochen? LKW-Batterie war leer. Ja, weil da immer Restspannungen laufen und dementsprechend ist das... Irgendwas ist... Nee, ich hatte... Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte auf dem CAN-Bus einen GPS-Tracker laufen. Ah, ja, und okay. Der zieht zwar nichts, aber in 3 Wochen war die Batterie leer. Ja, das ist normal. Also, ja. Und das kann jetzt, wenn der draußen steht, nie passieren. Okay. Ja, das kann nie passieren. Also dank Solar am Dach? Genau, Solar auf dem Dach und dann halt diese Einrichtung, die auch in der Lage ist, wenn die Aufbaubatterien voll sind, die im Übrigen jetzt hier drunter lauern, dann müsste auch nach meinem Befangen, wir machen ja keine Serienproduktion. Und ich bin jetzt momentan in dem Bereich Holz am seltensten, aber du siehst jetzt hier eine Multiplus. Bitte mal ganz aufmachen, so weit wie es geht. Ja, hier ist die Multiplus 3000, ne? Also die, ja, 3 kW, die neue auch, die Multiplus 2. Ja. Und hier in der nächsten Installationsebene, die du noch beladen kannst, ist 4x Victron Energy Deep Cycle, also auf 24 Volt System mit 4 Batterien. So, Deep Cycle, die kannst du leer fahren, da passiert nichts. Nee, ganz leer kannst du die auch nicht, aber ich sag mal so bis 30% kriegt die überhaupt keinen Schaden. Ne? Ach so, die liefert auch ordentliche Ströme bei der Belastung oder bricht, genau, die schnell, also die ein? Kannst du jetzt auch, wir haben einen sogenannten, ich weiß nicht, ob du das kennst, über den CI, haben wir auf dem Board, glaube ich, so viel ich mich jetzt erinnere, ist es hier verbaut, weil das brauchst du ja nicht ständig. Ne? Guck mal hier, dieser kleine Taster, weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei der Silberne, hier, ne? Wenn, ja, dein Morelo jetzt vorne platt ist und nicht mehr, ja, geht, ja, und das jetzt mit dem LKW der Fall wäre, weil er auch was vergessen hat, Licht angelassen. Das kann ich nicht mit Lithium. Kann ich den hier drücken, einmal, ja, und dann drückt das Relais die beiden Batteriebänke, weil es ja AGM, hochstromfähig, und dann kann ich starten mit den Aufbaubatterien. Das heißt also, die Gel-Batterie, die kann kurzschluss, fast, oder? Ja, das ist ja keine Gel, das ist eine AGM, eine Hochleistungs-AGM. Und die AGM sind immer hochstromfähig. Ich könnte, mit Lithium geht es auch. Ich kann mit Lithium auch LKW-Motoren starten. Ne? Das System ist ein bisschen anders, weil ich kann es nicht über, weil die Spannungen ja ein bisschen anders überliegen. Ne? Ja, 25,6 Volt. Ne? Ich habe nur gehört, dass die irgendwie bis zu 1000 Ampere ziehen, dann beim Anlassen. Also falls er anders nochmal, ja, geht. Aber das kann ein ordentliches Lithiumsystem auch leisten im Notfall. Ne? Weil die Situation ist ja die, dass du die LKW-Batterien aufbaust, ja, ausbaust. Also meistens ist ja so, wie du das jetzt hattest, du setzt dich rein, es leuchten noch alle Lichter und macht der Burp. Ja. Und du brückst dann auf die Batterie. Das, ach, heißt, so, und der Strom läuft erstmal nie. Deine LKW-Batterie ist eine Art Kondensator in dem Fall. Ne? Die schützt ja auch wiederum. Ja. Du gibst nur ein bisschen Strom drauf und dann langt es halt zum Starten. Ne? So.
Die Polster langlebig? Ja, das machen wir. Wir haben so Bepolsterungskarten, das wird genau auf Maß gemacht. Nein, ich meine die Schäume, sind die gut? Die Schäume sind sehr gut. Also wir bauen ja hier auch mit integralen Lattenrost, auch die Matratzen ist genau auf Maß gemacht. Sag mal, integrales Lattenrost ist in der Matratze drin? Ja, genau, wir haben ein Mesh unten drin, wie im Bootsbereich. Ne? Also es ist wie in einem Schiff gebaut. Und die Feuchtigkeit, wo geht die hin? Außen hast du so ein 5 mm Mesh, das sich komplett belüftet. Also ja. Das ist, und im Boden ist auch ein Mesh. Und also keine Stocknässe unterm Bett? Genau, wir haben eine offene Holzplatte, ne? Und wenn du dir die Matratze einmal die Woche ein bisschen aufstellst und kontrollierst, das ist dann nie ein Problem. Ah, okay. Das machen wir seit über 10 Jahren so. Mit hervorragenden Ergebnissen. Ja. Also es muss nicht immer das Lattenrost runter. Nee, es ist halt auch, solche Lösungen finde ich ganz nett. Ich sage immer Blumenfenster dazu, ne? Warte, hier da drüben. Komm mal kurz auf. Kleines Detail hier ohne ist eine Aufstiegsstufe, die kann man öffnen. Genau, die hat einen Deckel. Ist offenbar und ist momentan auch als noch eine etwas. Du musst jetzt da mal bitte hochgehen auf das Bett. Da ist eine Folie drauf, kann nichts passieren. Da können wir auch gleich mal prüfen. Du wiegst ja mehr als 72 Kilo. Ich wiege 73 oder 74. Jetzt muss ich mal gucken, aber wir können es auch. Ja. Ich bin auch nicht so eingesaut. Wird ja auch noch. So, das heißt, wir haben hier 1,40 Meter. Ne? Ja, du bist, wie groß bist du? 1,85 Meter, 83 ganz genau. 1 Meter und? 83. 1,83. Und da hast du eben gesagt, im Blumenfenster, was kommt da später rein? Ja, na, hier kommt ja nichts rein. Hier ist nochmal eine Ablage, die du auch anheben kannst für eine Verstauung. Ja. Und hier drunter ist nochmal 230 Volt, die du anschalten könntest und USB, um die Handys dann eventuell zu laden. Die Ablage ist natürlich genial. Genau an der Stelle würde ich ja, auch das genau. Handy alles ablegen. So, und hier ist dann nochmal Beschrankung. Ich sag Blumenfenster dazu, weil du hier jetzt auch eine Blume hinstellen könntest, weil du ein kleines Fenster hast. Das heißt, ja. Du hast, ich bin mein Freund von den zwei Fenstern hier, weil dann bist du in der Lage, beidseitig auch ein bisschen Luft reinzubringen, wenn du kein Dachfenster hast. Oben, was kommt oben in das Loch? Das Loch ist einfach nichts anderes wie eine Ablage. Der Kunde hat sich so vorgestellt, was er da genau reinfällt. Vielleicht Bücher, die man so aufstellt, wie ein kleiner Bücherschrank. Ne? Kann ich jetzt nicht genau beantworten. Ne? Hier haben wir außen noch aus wahrscheinlich, deswegen gehen die Kerle nicht. Ne? Aber die kannst du auch zentral schalten. Okay, verstanden. So, also habe ich verstanden. Bitte mal ein, zwei Schränke noch öffnen. Ja, Schränke sind so wie die Küchenschränke auch. Ja. Also mit dem Aufsteller hier, auch mit diesem verstellbaren System. Ne? Mhm. Ja, und alles, wie du siehst, hier schön illuminiert oben mit der indirekten Beleuchtung. Ne? Oberfräse, was habt ihr hier im Einsatz? Ja, wir haben eine Oberfräse und wir machen diese Kanten mittlerweile, polieren wir und ölen wir. Also wir ziehen kein Furnier mehr drauf, weil durch die engen Radien hat sich das immer ganz gern gelöst. Ne? Und es sieht schön aus. Das sieht gut aus, finde ich. Ja. Das ist immer so ein Detail wieder. Ne? Okay. Haben wir vorhin auch an der Radiuskante gemacht, hier, wo die Polster aufliegen. Ne? Gut. Also, das ist die Kabine. Wenn ihr Lust habt, sowas zu kriegen, wendet euch bitte an 4Wheel24. Das ist Tobias Teichmann. Achso, hier vorne noch eine Arbeitsplattenverlängerung. Zeigt die mal gerade, wo ich gerade dabei bin. Den alten Zimmer in Ehren, eine ordentliche Arbeitsplattenverlängerung, ne, dass wir hier in der Küche auch schaffen können. Okay, nochmal zurück. Finde ich eine ganz coole Einrichtung. Da muss ich mal drunter gucken, weil da gibt es unterschiedliche Beschläge. Das ist jetzt so einer, da braucht man mal zwei Hände zum Entriegeln. Aber dafür hält's. Dafür hält's, ja. Okay. So, komm, wir gehen mal raus, dann machen wir ein bisschen Werbung für dich, dass wir haben, denn ich muss wieder nach Hause. Ich weiß es, ja, deswegen haben wir Gas gegeben, 2 Uhr. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe, ich muss sagen, ich komme immer wieder gern zu dir, weil es wird hier nicht langweilig. Die Leute, ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Werterhalt, du musst ja immer sehen, du kaufst ja die Marke mit, 4Wheel24, und die Leute können dich anfassen. Man sieht hier in die Werkstatt rein, wir können ja nochmal in die Werkstatt gucken, dass wir nur mal sehen. Ihr habt alle Spielzeuge, die man sich vorstellen kann. Ihr habt hier einen Plasmatisch. Genau, wir haben einen Plasmatisch, wir haben eine CNC-Abkantbank, wir haben alle Schweißverfahren, Pulsschweißgeräte, WIG, wir haben Leute mit allen Qualifikationen und Prüfungen. Ne? Wir bauen abgespacedes Zeug hier für den US-Markt mit Radstandsverlängerung, mit großer Kabine für 6 Mann, die da drin fahren können. Ne? Also es ist alles etwas crazy. Ne? Mit einem Motor, der original mal 340 PS hat, der jetzt 560 hat, mit großen Turboladern. Also alles eigentlich der Wahnsinn mit Kerlen wie ihm hier. Ne? Ich kenne den schon. Er ist ein bisschen schüchtern. Ne? Ja, ein bisschen schüchtern, ja. Kein Problem. Er fährt gerade eine Batterie spazieren. Genau, er fährt gerade eine Batterie spazieren. So, und dann siehst du hier vorne, das ist immer so geil, das ist so ein bisschen wie bei den Chippendales. Ja. Hier fliegen die Funken.
Ja, hier fliegen müssen die Funken fliegen. Ne? Wir sind eine Manufaktur. Es ist nicht geschleckt bei uns, das weiß ich, aber hier ist ja Fahrzeugbau. Deswegen staubt es auch ein bisschen. Und hier der Kollege, der schleift gerade einen Rahmen. Das ist der Rahmen für den MAN. Ich grüße übrigens Matthias an der Stelle. Das sind die letzten Handpunkte. Der geht nämlich morgen zum Verzinken, damit wir die Kabine, in der wir jetzt drin waren, auf das Fahrzeug bauen können. Ja? So, da vorne sieht man das. So, das Ganze kommt jetzt in die Verzinkerei. Ist sie hier in der Gegend? Das wird abgeholt, ist noch nicht ganz fertig geschweißt. Ne? Der macht das jetzt noch fertig heute und morgen. Und morgen Nachmittag geht es in die Verzinkerei. Das ist immer Aufwand, das ist Handarbeit, richtig? Ja, komplett. Ja. Es lohnt sich da nicht, irgendwas anfertigen zu lassen? Nee, weil das ist so individuell, dass wir teilweise kurz vorm Bau nochmal eingreifen, wenn wir sehen, dass irgendwas am Fahrgestell im Weg ist. Ne? So, und das heißt, er macht die Schweißen, der sieht auch, wenn irgendwas nicht perfekt ist? Ja, der muss jetzt hier Sachen ausgleichen von einem ehemaligen Mitarbeiter, das muss er nochmal überschweißen. Aber das sieht dann so aus wie hier, wenn du das mal anguckst, über jeden Zweifel haben am Ende. Ne? Hier in den Runddurchbrüchen. Das hätte man in der Basis noch eine Ecke schöner machen können, aber wir haben dann. Das wird jetzt nochmal besser gemacht. Der Mann, der das vorher angefangen hat, ist nicht mehr bei uns im Betrieb. Ihr habt ein Mehr-Augen-Prinzip, das ist ganz wichtig. Du bist auch offen, du sagst nicht, wir sind die super perfekten, Fehler können passieren. Ihr habt eine Qualitätskontrolle, die sehr individuell ist. Also das heißt, immer ist einer verantwortlich für die Abnahme. Wir haben drei Projektleiter hier, die tatsächlich auch alle aus dem Fahrzeugbau kommen. Und die prüfen sich gegenseitig. Also das heißt, wenn was fertig ist, man hat immer eine gewisse Betriebsblindheit und um der zu entgehen, guckt der andere, der eigentlich nicht am Projekt war, nochmal mit drüber am Ende, ne? Und schaut, dass das alles irgendwo seine Ordnung hat. Da haben wir ein eigenes Video gemacht, der Plasmatisch. Da sieht man sehr schön, da habt ihr schon mal ein paar Sachen rausgelasert. Genau, also hier geht es um die Konstruktionsplatten für den Rahmenbau, für die Zwischenrahmen. Das können wir halt alles selber fertigen. Ne? Das heißt, wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Das sieht hier sehr rustikal aus. Es ist kein Laser, es ist ein Plasma, aber für den Fahrzeugbau ist das ideales Gerät. Geht mit so einem Lichtbogen, oder? Genau, mit einem Plasma-Lichtbogen, ne? Aber CNC gesteuert. Das heißt, die Grundzeichnung, also all diese Platten, die wir jetzt nicht normal damit gemacht. Alle auf dem Plasma? Alle auf dem Plasma. Ja. Gut, das heißt, du kannst ja nicht auf dem Mikrometer arbeiten, ne? Nee, du kannst jetzt im Zehntelbereich, macht ihr das. Aber das ist ja, wie gesagt, eine Platte, die haben wir früher mit der Flex geschnitten, übertrieben gesagt, und mit dieser Tafelschere gemacht und Löcher reingebohrt, so ungefähr. Die Schere, darf ich die mal sehen? Das ist nur so eine Tafelschere, eine hydraulische. Ne? Also das heißt, die kann jetzt abschneiden und wenn ich da jetzt, kann ich da jetzt ein Stück Metall in den Anschlag und dann, damit die Finger ja nicht drunter kommen, drückst du hier auf den Knopf und dann sollte die, wenn sie angeschaltet ist, ist sie nicht. Ja, Betrieb. Ein, aus. So, jetzt gehen nochmal ein Euro 50 Strom durch. Ja, wir brauchen das Hydraulikaggregat natürlich. Ne? Und wenn du dann schneidest, schneidet der hier ab. Ne? Also das heißt, es ist eine Schere, mit der du bis 8 mm starkes Material einfach abschneidest. Der schneidet hier einfach ab? Ja. 8 mm maximal. Ja, auf das, die Länge auf 3 Meter, glaube ich. Das ist daumendick. Ja, man muss aufpassen, deswegen sind ja die Gitter davor, dass man die Finger sind gleich weg. Das hörst du nicht mal. Ich hatte mal so eine Papierschneidemaschine, hatte ich schon Angst. Da habe ich immer schlecht geträumt. Das ist ja sowas Ähnliches, nur eine Ecke größer. Ja. Und die macht dann die Biegungen. Ne? Also die kann dann biegen und kanten. Ja, das nächste Gerät. Das heißt, wenn du dann so ein Stück Blech in einem rechten Winkel brauchst, so wie du musst, ja unbedingt das Ding zulegen. Was LETEC hat, dieses Teil, was aus dem ganzen Aluminiumblock was in 3D rausfräst. Das musst du unbedingt mal gucken, die machen so Handyhalterungen. Ich weiß, das habe ich schon gesehen, mal in irgendeinem Video. Ist nur so, dass wir das im Tageseinsatz. Braucht ihr nicht, oder? Wir brauchen es einmal die Woche und dafür kann man es dann auch aus der Hand geben. Ne? Das brauchen wir eigentlich jeden Tag, ne? Das Ding. Das hat auch eine CNC-Steuerung drauf hier. Ne? Okay. Das momentan nicht an. Habe ich uns auch gefilmt, hat LETEC auch. Also das LETEC sind so die. Auch, ja. Nee, weil ich war es erstmal in der Werkstatt bei LETEC, die waren auch so lieb und haben alles gezeigt, die Portalachsen machen. Ja, die machen coole Sachen, LETEC ist da echt führend. Ja. Die schneiden irgendwelche G-Modelle auseinander, also ein anderes Thema, machen keine Kabinen. Oder das ist die Adresse, wenn es um G geht oder auch G im Rennsport, sind es die Leute. Ne? So, und hier ein neues Projekt noch? Neues Projekt, 15034, ja, der ist technisch jetzt durchgemacht, alles saniert, wir haben alle Öle gemacht, wir haben neue Injektoren reingemacht. Na, jetzt wartet auf den Zwischenrahmen, da gibt es noch Abstimmungsthemen gerade, könnte schon fertig sein, ist aber noch nicht ganz fertig. Und dann die Kabine ist im Bau unten, da machen wir einen Vollausbau gerade. Ja, der wird dann auch irgendwann mal im Frühjahr soweit sein, dass er zum Kunden rollt. Ne? War ein langes Feuerwehrauto, ist jetzt eingekürzt. Eingekürzt, so der
TÜV bzw. die DEKRA ist zweimal die Woche bei dir. Ihr macht vieles, ein- bis zweimal, ihr macht vieles in Abstimmung mit denen. Du sagst, wenn man die von Anfang an mit einbezieht, dann ist das gut. Natürlich, weil wenn Dinge irgendwo nicht funktionieren, dann ist es natürlich schlecht, wenn du erst dann die Information hast, wenn es schon gebaut ist. Ne? Das heißt, wir sprechen, wenn es Neuerungen gibt, die wir noch nicht gemeinsam realisiert haben, jedes mit den Prüfern durch, um einfach dann, hier ist zum Beispiel bei den neuen Fahrzeugen, gab es eine Übergangsregelung, da musst du jetzt seit letztem Jahr zwingend erforderlichen E-geprüften Unterfahrschutz haben, also mit einer Typisierung. Unsere Unterfahrschütze, die wir sonst verbauen, die haben wir ja bei den älteren Autos noch selber machen können. Da haben wir zwar auch eine Prüfroutine und ein Belastungsprotokoll, aber die haben keine E-Typisierung. Und sowas muss man halt abstimmen und absprechen, damit man keine Fehler macht. Ne? 4Wheel 24, also wenn ihr ein Fernreisemobil haben möchtet oder einen Wohnanhänger, das so gab es noch nie, oder? Könnte man so machen. Man könnte natürlich auch mit dem Wohnanhänger durchziehen, bis man sich den LKW leisten kann. Ja, also das Projekt in Scheiben zerteilen. Das geht ja auch. Man kann alles machen, aber ja. Das ist euer Brot- und Buttergeschäft. Also sowas hier kriege ich als Leerkabine genau. In etwas über einem halben Jahr. Das ist eine gute Sache. Will ich ein fertiges Fahrzeug haben, dann kriegt man das entweder sofort in zwei Videos. Das haben wir nämlich gesehen. Es gibt immer wieder mal Kunden, die ein neues Fahrzeug kriegen, das alte hier in die Vermarktung geben. Ja, teilweise Kunden, da haben wir dreimal gebaut oder bauen jetzt das dritte Mal. Ne? Und dann gibt es Kunden wie hier, die warten auch mal zwei, drei Jahre, weil es ihnen das wert ist, richtig? Ja, ich sag mal, das ist mittlerweile, wie du weißt, ja auch branchenüblich. Gerade die Manufakturen in dem Bereich haben alle Wartezeiten. Ich glaube sogar, es gibt welche, die brauchen über drei Jahre. Tobias Teichmann, 2. Februar 2023, ein Donnerstag, wieder mal im Spessart. Ich werde fahren und da bin ich auch ganz froh drum, denn jetzt fahre ich zum Zahnarzt. Da war ich schon mal ein paar Stunden und der wird das jetzt finalisieren. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, von Tobias Teichmann. Ich finde ihn cool, aber du wärst nichts ohne einen Mitarbeiter und davon hast du 42? 42 ist die ganze Truppe an dem Standort hier in Hasloch. Es gibt auch noch Zuträger, mit denen wir zusammenarbeiten. Also insgesamt arbeiten, denke ich mal, weit über 50 Leute für die gemeinsame gute Sache. Tschüss. Tschüss.